Herzlich willkommen zur Freitagabend-Pressekonferenz. Schalke 04 gegen Hertha BSC. Ein Jörg-Keller-Duell, immer noch. Wir sind noch nicht raus, aber wir sind ein ganzes Stück weiter als die Schalker. In der Analyse ist aufgefallen, die Schalker oft mit sehr viel Ballbesitz, aber machen sehr wenig daraus. Zum Beispiel gegen Dortmund, ich glaube mit über 60, fast 70% Ballbesitz. Und es ging 0-0 aus. Also man ist nicht so effektiv. Das Problem haben wir auch. Aber ich möchte ihnen trotzdem nicht den Ball geben, muss ich sagen. Ich würde trotzdem gern im 4-3-3 spielen. Die spielen es im 4-1-2-1-2. Wir müssen schauen. Wir müssen schauen. Aber ja, wir werden im Spiel dann gucken, ob man umstellen muss oder nicht. Ich möchte auf jeden Fall nicht hinten reinstellen gegen Schalke. Also soweit kommt es noch. Das Problem ist, Vorstand und Fans sind immer noch nicht überzeugt von uns. Sie erwarten hier ein Unentschieden, der Vorstand sogar eher einen Sieg für Schalke. Die Fans haben wenigstens Hoffnungen, dass wir das Spiel gewinnen. Und ja, die Medien sind die Medien. Die schreiben immer noch, dass wir bald rausfliegen, wenn wir verlieren. Das heißt, wir müssen es heute einigen Leuten mal wieder zeigen. Vor allem ganz wichtige 3 Punkte hier aus Gelsenkirchen mitnehmen. Freunde, wir sehen uns gleich. Die Aufstellungen sehen wie folgt aus. Schalke wohl zu erwarten im 4-1-2-1-2. Mit 4 Innenverteidigern spielen die das. Mit Vandenberg und Kolocic auf den Außen. Ich sage einfach Kolo. Okay, dann Kraus, Flick, Salazar, Drexler und vorne drin Polter, Bülter. Okay. Lassen wir erstmal so stehen. Wir beginnen das Spiel im 4-3-3, wie angekündigt, mit Süfürk hinten rechts wieder statt William. Plattenhardt, Gechter und Dardai als IV. Einfach aufgrund dessen, weil Toussaint, Serdar und Diomande und Boetius und alle, ich möchte sie gerade alle zusammenspielen haben. Deswegen Toussaint auf der 6, dafür Dardai rückt in die IV. Und wir haben auf der Bank eben nochmal, ja, auch nicht die schlechtesten Spieler. Die wie immer. Ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, mit Leistungssteigerung, wäre gleich zum letzten Spiel nochmal. Bochum spielt ja erst nach ihm, das ist mir scheißegal. Und warum haben wir Probleme in fremden Stadien? Wir haben gerade Freiburg weggefickt, letztes Spiel. Auswärts. Ja, so. Also, hier die Schalke Aufstellung mit Salazar, Drexler. Salazar würde ich eigentlich ganz gerne eng nehmen. Und vielleicht ein Leo Greimel anlaufen. Lass mich das mal kurz checken. Also ihn in Manndeckung. Polter kann man eigentlich auch gleich attackieren immer. Bülter kann dagegen wahrscheinlich ein bisschen besser mit dem Ball umgehen. Ja, so viel besser dann auch nicht. Und ein Greimel. Das ist okay. Das ist okay, aber das ist nicht gut. Nicht gut. Oh ja, oder Yoshida. Yoshida könnte ja auch unser Opfer sein, unser Pressing-Opfer. Oder halt Kolociak. Waren sich zu viele, wir gehen auf ihn. Salazar Manndeckung und Polter werden wir pressen, sobald er den Ball bekommt. Ich glaube, so ist ganz gut. Und den Rest machen die Jungs schon von selber. Auf geht's. Gutes Tackling gleich von Luke Bakio. Zeigt, dass es heute nichts zu holen gibt. Sehr schön. Luke Bakio, Boetius. Könnte sein, dass sie auch während der Partie die Seiten wechseln, wenn es nicht klappt. Aber das schauen wir jetzt erstmal in Ruhe. Da passiert nicht viel. Jetzt ist erstmal die Schalker. Bülter mit Kolo. Chippt den rein. Gut von Dardai. Per Flugkopfball geklärt. Und Polter dann mit der Chance. Christensen ist da. Plattenhardt mit einem Freistoß. Und mal ein Tor. Nee, Suat Serdar vorbei. Schade. Boah, riesige Chance. Da stand Schwolo nicht gut im Tor. Hätte man ausnutzen können.
nur sagen, wir feuern sie ein bisschen an. Wilder Polter Flick. Bleibt hängen. Aus. Gut, Duke Bacchio. Kommt nicht hin. So. Wer hat es dir wieder gesagt? Hä? Fängt es schon wieder an. Fängt das Ganze schon wieder an. Ich kann's nicht haben. Wo kommen die Anweisungen wieder her? Sind die random generiert vom FM? Weil die gefühlt alle paar Spiele plötzlich wieder auftauchen? Das wäre ja scheiße. Ein Wurf Kolo. Schalke spielt mir da ein bisschen zu viel gerade. Gut von Diomande. Im Zusammenspiel Gechta macht schnell auf Luke Bacchio. Von der Chance. Luke Bacchio, Serda, wieder Luke Bacchio und da ist es 1-0. Da ist das 1-0. Todi Luke Bacchio, da ist er wieder. Das ist der Junge, den wir brauchen. Oh, er rettet uns wie in der Hinrunde. Sehr stark. 1-0 Führung. Klasse Konter. Serda, Luke Bacchio da im Zusammenspiel. Brauchen gar niemand mehr. Waren die alleine. Ein bisschen unverdient. Naja, von beiden Seiten kommt nicht viel. Sehr wichtige Punkte. Bisher. Salazar, weit drüber. Ungefährlich. Ungefährlich. Braucht man nicht beachten. Ivo van den Berg. Polter. Reimel Yoshida. Und Kraus. So, von den Berg und Polter könnte ihn durchstecken. Gut von Cefuig. Diomande hört den. Bözius hat die Übersicht. Diomande, Luke Bacchio. Abgelegt, Jovetic. Riesenchance. Nimm ihn nochmal an, leg ihn dir vor und dann mach ihn ganz ruhig. Schade, aber sehr, sehr gute Konter, die wir da fahren im Moment. Damit kommen wir zumindest ausreichend weit bisher. Ich würde sagen, sehr gute Halbzeit weiter so. Und jetzt bis auf Jovetic. Sieht das auch von den Noten, von den Leistungen her ganz gut aus. Dati. Versuchst du auf Luke Bacchio. Klar, der wird jetzt gesucht. Der ist wieder gut drauf heute. Ja, da bleibt das schön durchgesteckt, Luke Bacchio. Zusammen bleibt am Ball. Cefuig. Oh. Okay. Lass ich mal so stehen. Gut von Gestalt, Luke Bacchio hinten oben Plattenhardt. Plattenhardt, Luke Bacchio. Ist jemand in der Mitte dabei? Er wird gefault von Kreimel, richtig so. Ich würde sogar fast sagen, der war innerhalb. Also das eine Bein war auf jeden Fall innerhalb. Sieht sich da. Ein Bein war innerhalb. Na, schade. Aber trotzdem auch gute Freistoßposition. Aber wir machen scheinbar nichts draus. Lassen erstmal noch, würde ich sagen, alles so wie es ist. Grundsätzlich läuft es ja ganz gut bisher. Ja, für Jovetic könnte da jetzt mal ein Gangkampf reinkommen. Und Diomande und Bözius zurückziehen und ein Lee. Und Schalke kommt jetzt auch gefühlt fast gar nichts mehr. Einmal auf Plattenhardt. Luke Bacchio. Der hat noch nicht genug. Gut ist es. Plattenhardt. Cefuig hält in dem Spiel. Lee in Gang kam. Oh, die Riesenchance. Schade. War nicht einfach zu verarbeiten. Macht er sogar ganz gut. Schwolo ist dann da. Der wurde verlängert, aber da ist niemand. Gut von Gesta. Cefuig, schick ihn. Jawohl. Lee, da ist er auf einmal durch.
Chippt den Luke Bakio und nimmt den direkt volles Risiko. Ja, muss auch manchmal sein. Muss auch manchmal sein. Jetzt Plattenhardt raus. Mittelstädt rein. Den Rest lassen wir erstmal noch. Luke Bakio kommt auch gleich raus. Der ist erschöpft. Eckball wird jetzt ausgeführt von Bötzius. Könnte gut kommen. Dardai, ja, hinten, wartet da. Füg sehr weit nach vorne. In Gangkampf gewinnt Kopfball nicht, aber der Rodde gewinnt es. Ball landet aber wieder bei Zifuig. Den Ball muss man so eigentlich nicht spielen. Langer Ball landet wiederum bei Dardai. Gutes Passspiel von uns. Zifuig die Linie lang auf Serda, der geht vorbei. Suat Serda an den Posten gegen seinen Ex-Verein. Oh. Zifuig. Komm, belohnt euch, macht es 2-0. Dardai, Zifuig. Wir bleiben am Ball und Lee verliert ihn. Bülter schenkt ihn aber wieder her, gut so. Christensen hoch und weit raus. Martin Rodde macht uns jetzt ein bisschen Probleme. Bülter aber mit einem schwachen Abschluss. Und jetzt dann nochmal eben der Wechsel, wie angekündigt, Dodi raus nach einem sehr, sehr guten Spiel. Und dann vielleicht auch Bötzius. Und Sundic nochmal rein auf die 6. Um ein paar Bälle zu gewinnen. Richter. Mit Mittelstädt. Richter, ein Gangkampf verlängert. Ball landet bei uns. Viel Platz für Lee auf außen. Geht im Tripling vorbei. Flach rein. Kaminski. Jetzt nochmal Konter für Schalke. Gutes Tackling von Gechter. Riskant da mit Gelb, aber wurde belohnt. Und jetzt ist Bülter nochmal durch. Bülter drüber. Boah. Zum Glück ist Schalke auch so ineffizient. Machen jetzt natürlich nochmal Druck, das ist klar. Ein bisschen müssen wir noch überstehen. Gut von Gechter. Wird doch abgepfiffen. Wird doch abgepfiffen. Okay. Okay. Haben wir jemanden, der IV spielen kann? Und jetzt kann es nicht so wirklich. Toussaint. Serda, Toussaint auch nicht. Vielleicht am ehesten noch Sunic, oder? Am ehesten Sunic. Dafür hier die Doppel 6. Mit Abräumer. Ball erobern, unterstützen. Lee dann als vorgeschobener Spielmacher. Ein pressender Stürmer nochmal und ein Gangkampf vorne. Tempo hoch. Das raus diszipliniert. Vorne dribbeln. Neu formieren, Konter. Lange Abschläge. Und da einfach viel kompakter. So würde ich sagen. Und die bleiben jetzt auch verteidigen. Ja, wahrscheinlich noch so 7 Minuten. Mit Nachspielzeit in Unterzahl jetzt. Werden wir schon schaffen. 3 Minuten noch, 2 Minuten noch. Noch 1 Minute. Und wir haben nochmal einen Ball vorne. Kral klärt zur Ecke und das war's. Das soll's gewesen sein. Ganz wichtiger Sieg. Ganz, ganz wichtiger Sieg durch Dodi Luke Bakio. Gechter am Ende, gelb-rote Karte, gut. Da muss er vielleicht nochmal das Risiko gehen, Schalke war eh am Drücker. Aber wir haben es nochmal gut abgewehrt. Haben sie sehr, sehr lange unter Kontrolle gehabt, selber nicht belohnt im zweiten Tor. Aber wichtig ist, wir haben das Spiel am Ende gewonnen. Und das sind ganz, ganz wichtige 3 Punkte für uns. Im Gang kam, okay, Richter, gut. Bisschen kurz gespielt. Lee sehr stark reingekommen, gefällt mir. Toussaint sehr da, überragend. Martin sehr stark, Christensen sehr stark, Zifuig sehr stark. Luki
überragend. Diomande gut, Bözius okay, Plattenhardt okay, Jovetic leider nicht ganz so gut. Hätte aber durchgespielt, hätte er wahrscheinlich sogar noch sein zweites Tor gemacht. Ich wollte ihn eigentlich durchspielen lassen, aber er hat sich dann halt als erster Wechsel angeboten, weil er der einzige war, der wirklich sehr abgefallen ist. Gut, ich würde sagen, war von jedem klasse. Wichtiger Sieg. Ja, was haben die Medien jetzt zu sagen? Was halten Sie davon, dass Dodi seine Expected Goals übertrifft? Das ist mir relativ egal. Das überlasse ich Analysten und Experten. Wir sehen uns am Ende vom Spieltag, Freunde. Und ihr seht, das tut jetzt sehr, sehr gut hier. Bis dann. Und da sind wir, Freunde. Und ich blicke mal wieder sehr, sehr gerne zurück. Wir haben unser Spiel gewonnen gegen die Schalker. 1-0, schwer getan. Vor allem im zweiten Tor. Aber doch alles in allem verdienter Sieg, würde ich sagen. Schauen wir, was der Rest gemacht hat. Bochum verliert 2-0 gegen Union. Danke für die Schützenhilfe. Hilfe, meine lieben Stadtkollegen. Dann gönne ich euch den Sieg auch mal. Eintracht 2-2 gegen Gladbach und Eintracht lässt jetzt langsam wirklich die Champions League Quali liegen. Das darf nicht sein. Eieiei, Jungs. Bayern nur mit dem Unentschieden gegen Hoffenheim. In der Nachspielzeit gleicht Kramaric aus. Nicht gut für uns, nicht gut für Bayern. Aber Leipzig konnte den Patzer auch nicht nutzen, spielt 1-1 nur gegen Augsburg. Die sammeln halt die Punkte gegen die, ne? Gegen Bayern müssen wir auch noch ran. Bremen gewinnt 3-1 gegen Freiburg. Ohne rote Karte, wohlgemerkt. Ja, gegen die geht's als nächstes. Könnte auch ein heißes Spiel werden. Dortmund gewinnt 3-1 gegen Stuttgart. Relativ souverän und wahrscheinlich reicht's am Ende. Trotz einer sehr schwachen Saison doch wieder für die Champions League. Und Leverkusen auch mit einem 2-0-Sieg gegen die Wolfsburger. Mainz hat dann nochmal am Sonntag 2-0 gegen Köln gewonnen. Und ich glaube, für Mainz, ja, scheint die Champions League sicher zu sein. Mehr oder weniger. 11 Punkte in 6 Spielen. Das muss man erstmal aufholen. Und wir sind im Moment 6 Punkte weg. Bei 6 verbleibenden Spielen. Ein bisschen weniger als ich gehofft hatte. Aber wir haben jetzt noch ein paar Spiele, wo ich sage, ja, da können wir noch was rausholen. Zum Beispiel, ja, jetzt nächste Woche gegen Bremen. Dann irgendwann auch noch gegen Bochum. Sag ich mal, rechnen wir da noch 2 Siege ein. Dann oder mindestens mal 12 Punkte, die die anderen aufholen müssen in 6 Spielen. Beziehungsweise in 5 Spielen, weil wir ja gegen beide schon gespielt haben. Ja. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Aber wenn wir die beiden Spiele gewinnen, dann sollten wir eigentlich durch sein. Also, das ist jetzt das Ziel. 12 Punkte sind es noch nach Europa. Auch noch machbar. Nee, Spaß. Hört auf, Freunde. Macht's gut. Wir sehen uns morgen gegen Bremen. Ciao, ciao.